بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind heute beim letzten Kapitel des Buches. Ich hatte ja gesagt, dass eigentlich noch ein Kapitel fehlt, Al-Ghurur. Aber ich will das überspringen, weil das größtenteils eigentlich hier und da schon mal erwähnt worden ist. Also da ist nichts großartig Neues. Wir gehen dann zu dem vierten Viertel dieses Buches. Und das vierte Viertel behandelt die Al-Munjiyat. Al-Munjiyat, das sind die rettenden Dinge, die vorteilhaften Dinge für den Menschen. Und dann, hier beginnt er mit dem Buch At-Tawbah, Kitab At-Tawbah, das Buch der Tawbah. Und hier erwähnt er die Definition der Tawbah, was sie ist, warum sie notwendig ist, ihre Bedingungen, ihre Säulen und derartiges. Eingangs erwähnt er, dass die Sünden eine Art Vorhang oder Schranke zwischen Allah Ta'ala und seinem Diener ist. Eine Schranke oder ein Vorhang, der ihn sozusagen abschirmt von Allah Ta'ala und ihn von ihm entfernt. Und diese Entfernung zu verringern, soweit es geht, oder diese Schranken aufzuheben zwischen dir und Allah Ta'ala, ist verpflichtend für den Menschen. Und das geht nur mit drei Dingen. Das geht nur mit drei Elementen, essentiellen Elementen. Und das ist Nummer eins, das Wissen, Al-Ilm. Er meint hiermit nicht das Wissen über die Zweige der Scharia oder die Aqidah. Er meint hier das Wissen darüber, dass die Sünden, dass diese Sünden eine Form von Schranke sind, ein Vorhang oder etwas, das dich von Allah Ta'ala entfernt, dass du das begreifst, nicht nur theoretisch weißt, dass du das verinnerlichst. Es gibt nämlich Dinge, die wissen wir, also Informationen, die wir zwar aufnehmen, aber nicht begreifen. Wenn du nämlich etwas begriffen hast, lebst du das. Es kann sein, dass ich weiß, beispielsweise, dass die Sünden eine Schranke sind, dass die Sünden die Al-Kabair und die Sara'ir, dass sie dich von Allah Ta'ala abhalten. Du weißt es als Information, aber du begreifst es nicht. Denn wenn du es begriffen hättest, würde sich das in deinem Verhalten, in deinem Auftreten, dein Tun und Lassen, es würde sich irgendwie dort zeigen. Deswegen das Erste hier ist zu wissen, dass diese Sünden Ursachen für die Entfernung von Allah Ta'ala sind. Das Zweite, An-Nadam, das zu bedauern und bereuen, denn wenn er zwar weiß, dass es Ursachen für die Entfernung sind, aber er bereut das nicht und bedauert das nicht, dann wird er keinen Schmerz empfinden, oder das zeigt, dass er keinen Schmerz empfindet, denn erst wenn du einen gewissen Schmerz empfindest, wirst du es bedauern und bereuen. Und das Dritte ist Al-Azmu, Entschlossenheit. Also die Entschlossenheit, diese Sünden abzulassen, sich von ihnen fernzuhalten. Die Tauba, er spricht erstmal über den Al-Hukm al-Taklifi der Tauba, das heißt das Urteil der Tauba in der Scharia. Al-Hukm al-Taklifi, ihr wisst, was es ist, diese fünf oder sieben, je nachdem, nach manchen Gelehrten, diese sieben Ahkam. Al-Wajib, das Verpflichtende, Al-Mustahab oder Al-Mandub, Al-Mubah, Al-Makruh, Al-Haram. Dann haben wir noch zwei, Al-Sihhatu und Al-Butlan, nach manchen. Manche zählen auch die Rukhsa und Al-Azima dazu. Aber die Jamahir der Ahl-Ulim sind der Auffassung, dass es fünf Dinge sind. Die Tauba ist verpflichtend. Sie gehört zu den Wajibat, zu den Al-Furud. Allah Ta'ala sagt, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und ihr, die Iman habt, kehrt reumütig zu Allah zurück. Tubu, das ist eine Befehlsform. Und die Befehlsform ist für die Pflicht, oder nicht? Befehlsform ist für die Pflicht grundsätzlich. Kehrt reumütig zu Allah zurück, o ihr, die Iman habt. La'allakum tuflihun, damit ihr errettet seid, oder damit ihr zu den Glückseligen gehört. Damit ihr den Falah erreicht. Al-Falah ist der Gewinn. Al-Falah bedeutet, zu erhalten, was man sich ersehnt und vor dem
geschützt zu bleiben, wovor man sich fürchtet. Das ist der Al-Falah. Dann sagt Allah Ta'ala auch, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. O ihr, die Iman habt, kehrt zu Allah Ta'ala zurück. Tauba nasuh. Hier hat Allah Ta'ala die Tauba, er hat nicht einfach gesagt, kehrt reumütig zu Allah zurück, aber er begrenzt die Tauba. Er sagt, taubatan nasuha. Tauba nasuh, das ist die Tauba, die mit Aufrichtigkeit praktiziert wird, die nicht vermengt ist mit Ursachen. Wisst ihr, was ich mit Ursachen meine? Ursachen, beispielsweise Bewegungsgründe, außer dem Ikhlas. Dass es andere Bewegungsgründe gibt für die Tauba, außer dem Al-Ikhlas. Also keine Tauba Nasuh heißt ehrliche, aufrichtige Tauba. Die hat Bedingungen, die werden wir später noch nennen. Diese zwei Verse deuten darauf hin, dass die Tauba verpflichtend ist. Und das ist auch so konsensuell. Mit Konsens der Ahlul Ilm ist die Tauba verpflichtend. Von den Sünden. Die Tauba ist nicht nur gelegentlich verpflichtend, sie ist eine andauernde Pflicht. Eine andauernde Pflicht, also zu jeder Zeit, jeder Stunde und jede Minute und jede Sekunde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum, o ihr Menschen, kehrt reumütig zu eurem Herrn zurück. Ich definiere das immer oder übersetze das als reumütige Rückkehr. Das Wort Tauba kommt nämlich aus dem arabischen Verb Taba yatubu, taubatan wa mataban, und bedeutet so viel wie Raja'a ila, zu etwas zurückkehren. Weil jemand, der sündigt, ist wie eine Person, die auf der Flucht ist. Auf der Flucht, aber nicht zu Allah, sondern vor Allah. Die Flucht ist eine Form der Ibadah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat die Flucht, was man al-Firar nennt, hat er zu den Maqamat von Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in aufgezählt, weil Allah Ta'ala sagt, Fafirru ilallah, Fafirru ilallah, flüchtet zu Allah. Und hier ist ein markanter Unterschied. Wenn du dich in der Dunya vor jemanden fürchtest, flüchtest du zu ihm oder von ihm weg. Du flüchtest von ihm weg. Richtig? Aber wenn du dich vor Allah Ta'ala fürchtest, flüchtest du von ihm weg oder zu ihm? Du flüchtest zu ihm. Richtig? Das ist der Unterschied. Jedenfalls, danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Denn ich kehre reumütig zu Allah zurück, 100 Mal am Tag. 100 Mal am Tag. Na, die Tauba ist nicht nur eine Pflicht oder etwas, womit man seine Sünden kompensiert. Es ist auch etwas, was Allah Ta'ala erfreut und ihn glücklich macht. Wie im Hadith überliefert wird, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Allahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum. Allah Ta'ala freut sich über die Tauba eines von euch mehr als jemand. Und dann prägt er ein Bild. Er zeichnet hier ein Bild eines Zustandes der euphorischen Glücklichkeit. Also wenn jemand euphorisch glücklich wird, unheimlich glücklich, so ähnlich verhält es sich mit Allah Ta'ala. Er freut sich ebenfalls also in einem sehr großen Ausmaß über die Tauba seines Dieners. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeichnet hier dieses Bild. Er sagt, Allah Ta'ala freut sich über die Tauba seines Dieners, wie jemand von euch, der mit seinem Reittier, mit seinem Kamel auf einer verlassenen, weiten, fernen Wüste ist. Und er legt sich in den Schatten eines Baumes, um sich auszuruhen. Und wenn er aufsteht, sieht er, dass sein Hab und Gut fort ist. Sein Hab und Gut war beladen auf diesem Kamel. Seine Nahrung, sein Proviant, dass er sich für diese Reise, diese tödliche Reise durch diese Wüste
vorbereitet hatte, ist mit seinem Kamel fort. So, ihr müsst euch das vorstellen, was für ein Zustand das ist, was für Gefühle den Menschen in diesem Moment alles überwältigen. Also ich glaube, es gibt keine größere Verzweiflung mehr als das. Du bist in der Wüste, weit und breit, wo auch dein Blick hinreicht, siehst du keinen Menschen, kein Lebewesen, keine Vegetation. Da kannst du dir eigentlich sicher sein, du musst nur noch auf den Tod warten. Und das hat er auch gemacht, der Mann. Der hat gesagt, nun, dann lege ich mich mal hin und warte, bis ich sterbe. Mehr kannst du nicht machen, du kannst in der Wüste nicht rumgammeln. Jedenfalls, der Mann schlief ein. Das ist nur ein Gleichnis, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier prägt. Das ist keine wahre Geschichte, die stattgefunden hat. Das ist nur ein Gleichnis, was er hier prägen möchte. Er sagt, und er steht auf von seinem Nickerchen und sieht, auf einmal ist sein Kamel wieder voll beladen da. Also mit dem Proviant, womit er sein Kamel beladen hatte. Und er freut sich unheimlich und sagt, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Akhta'a min shiddati al-farah. Er hat sich aufgrund seiner Freude versprochen. Aufgrund seiner unheimlichen Freude hat er sich versprochen. Und das ist die Freude, yani in diesem Ausmaß freut sich Allah Ta'ala über die Tauba seines Dieners, die Rückkehr, reumütige Rückkehr zu ihm. So, also wir haben jetzt besprochen, dass die Tauba, diese Reue, verpflichtend ist und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Koran dazu auffordert und dass der Koran die Glückseligkeit oder den Erfolg des Menschen an die Tauba, an die Verwirklichung der Tauba bindet, damit bedingt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erwähnt hat, dazu aufgefordert und dass es etwas ist, was Allah Ta'ala erfreut. Und die Tauba ist zu jeder Zeit verpflichtend, wie ich eingangs gesagt habe. Die Tauba ist nicht eine Pflicht, die nur dann ausgeführt werden muss, wenn man vermeintlich eine Sünde begeht. Die Tauba ist eine andauernde, beständige Pflicht. Und auch das einfach aus dem Grund, dass der Mensch kaum oder nur selten ganz frei ist von irgendwelchen Sünden. Selten ist er frei. Also man versündigt sich eigentlich mehrmals am Tage, mehrere hundert Mal, wenn nicht tausende Male. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, also dass seine Körperteile sich irgendwie vergehen, dass er Missetaten mit den Körperteilen praktiziert, dann ist das Herz meistens nicht frei von Absichten und Willen. Absichten und Willen, die er in seinem Herzen hegt, Dinge zu tun oder zu unterlassen. Entschlossenheit, yani Dinge, zu denen er entschlossen ist, zu tun. Das ist ja auch eine Sünde, oder nicht? Also entschlossen zu sein im Herzen, etwas zu tun, was nicht legitim ist, das selbst ist ein Vergehen. Denn das ist eine Herzenstat. Der Mensch hat ja Taten, die er mit dem Körper begeht und Taten, die er, also wenn man das Taten nennen mag, manchmal im arabischen Af'al, die er mit der Zunge begeht, das sind seine Aussagen, und Taten des Herzens. Die Taten des Herzens sind die Absichten und derartiges. Und daraufhin deutet auch der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Abu Bakr in den Sahihain. Er sagte: "Idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima, fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar." Das deutet darauf hin, dass man auch für seine Absichten belangt wird, wenn zwei Muslime sich die Wege queren mit ihren Schwertern. Dann, also wenn sie in ein Gefecht kommen, Streit und handgreiflich werden, zu den Waffen greifen. Er sagt, فَالْقَاتِلُوا وَالْمَقْتُولُوا فِي النَّارِ. Der Mörder, der gemordet hat, und das Opfer, beide sind im Feuer.
Da sagten die anwesenden Gehörten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das ist der Mörder. Was hat denn das Mordopfer zu verschulden? Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hatte den festen Willen, die Entschlossenheit, seinen Bruder zu töten. Hat aber leider verloren. Wäre er mächtiger als sein Gegenüber, hätte er ihn wahrscheinlich auch umgebracht. Das deutet darauf hin, dass man auch für seinen Willen im Herzen Entschlossenheiten, nicht nur, ich rede nicht von Gedanken, flüchtigen Gedanken, die kommen und gehen. Diese kontrollierst du ja nicht. Auch wenn du sie manchmal selbst verursachst. Also man hat zwar keine Kontrolle über die Gedanken, aber du kannst steuern, du kannst das in einem gewissen Maße doch steuern. Denn diese Gedanken werden ja meistens verursacht, beispielsweise von Blicken oder beispielsweise von Taten, die du gemacht hast oder beispielsweise von Dingen, die du dir angehört hast. Richtig? Also in einer gewissen Weise bist du dann mit verschuldet, auch wenn das nicht ganz von dir kommt. Das heißt, die Tauba ist hier verpflichtend, weil, wie gesagt, nochmal, du begehst hier jeden Tag, hier zu jeder Zeit irgendwelche Sünden. Wenn diese Sünden nicht mit dem Körper praktiziert werden, dann mit dem Herzen. Dann kommt aber noch was hinzu. Nehmen wir an, weder das noch das. Also weder versündigst du dich tatsächlich, noch hast du irgendwelche Entschlossenheiten im Herzen, etwas zu vergehen. Aber du bist ja nicht frei von diesen Gedanken, die flüchtig kommen und gehen, richtig? Diese Gedanken, die immer wieder in deinem Kopf wie ein Vogelnest, da kommt der Vogel, setzt sich mal rein und fliegt wieder weg. So sind auch diese Gedanken, die kommen und gehen. Ich habe ja gesagt, dafür wird man nicht belangt. Aber dennoch verursachen sie etwas Negatives. Sie verursachen etwas Negatives und zwar zerstreuen sie dein Herz. Sie zerstreuen dein Herz und lenken es ab. Sie zerstreuen dein Herz und lenken es ab von Gedenken an Allah Ta'ala oder derartiges. Das ist vielleicht keine Sünde für den einfachen Menschen, aber es kann eine Form der Sünde annehmen. Deswegen sagten manche der Salaf, sie sagten, Hasanatul Al-Amma Zunubul Khawasa oder Zunubul Khawas. Die Hasanat der allgemeinen Masse der Menschen sind Sünden für die. Sie sind Sünden für die besonderen Menschen, für die besonderen Menschen. Das zu verstehen braucht aber etwas Erkenntnis. Danach, nachdem er jetzt die Pflicht der Taube angesprochen hat, möchte er dir erklären, was sind denn die Sünden? Die Taube wird ja praktiziert, oder die Taube ist ja nötig wegen den Sünden, Was sind die Sünden? Welche Arten, Kategorien gibt es? Das spricht er jetzt hier an. Und grundsätzlich kann man das vielfach aufteilen, aber er hat das zweimal aufgeteilt. Einmal in Bezug auf die Schwere der Sünde. In Bezug auf die Schwere der Sünde, da unterteilen wir sie in die großen Sünden, Al-Kaba'ir, und in die kleinen Vergehen, die As-Sara'ir. Solche Einteilungen gibt es übrigens auch im Recht, also bei den verschiedenen Strafdelikten. Es gibt die schweren Verbrechen, dann gibt es die Ordnungswidrigkeiten und so weiter, das sind halt die kleineren Verbrechen. Und das haben wir hier auch. Wir haben große Sünden und wir haben kleine Sünden. Das ist also eine Einteilung in Bezug auf die Schwere der Sünden. Dann hat er aber nochmal eine andere Einteilung, mit der er angefangen hat, und zwar die Beschaffenheit und Natur der Sünde. Und das hat er hier in vier Kategorien eingeteilt. Er sagt, der Mensch hat verschiedene, vielzählige, mannigfaltige Eigenschaften und Attribute. Aber vier davon sind Ursachen der Sünden. Vier davon sind Ursachen der Sünden. Er fängt mit dem schwierigsten dieser vier an. Er nennt sie Sifatul Rububiyya. Sifatul Rububiyya, Eigenschaften der Herrlichkeit.
Eigenschaften der Herrlichkeit im Menschen, wie zum Beispiel, oder diese Eigenschaften der Herrlichkeit, sie verursachen Sünden wie etwa Hochmut, Eitelkeit, die wir letztens besprochen haben, die Liebe, ein krankhafter Hang nach Ansehen, Anerkennung meine ich, krankhaft das Verlangen nach Lob, Anerkennung und derartiges. Das sind die Sünden, die durch Eigenschaften der Herrlichkeit im Menschen hervorgerufen werden. Viele Menschen zählen das aber gar nicht zu Sünden. Dann die zweite Kategorie, das nennt er As-Sifatu Shaytaniya. Diabolische Eigenschaften. Teuflische Eigenschaften im Menschen. Und damit verbindet man dieser Begriff Teufel, damit verbindet man ja oft Dinge wie Gier, Gefräßigkeit, Betrug, Lügerei, Hinterhältigkeit und derartiges. Dann drittens, das nennt er As-Sifatul Bahimiyya, das sind tierische Eigenschaften. Tierische Eigenschaften. Mit dem Tier verbindet man meistens, also er nennt sie tierische Eigenschaften, weil ein Tier lebt eigentlich nur, also es hat ja keine Intelligenz im Sinne von freien Verstand und derartiges. Es lebt ja instinktiv, einfach nach Instinkten. Und seine Instinkte geben ihm zwei Dinge auf zu tun. Einmal sich voll zu fressen und zweitens sich zu, wie nennt man das? Fortzupflanzen. Also die Shahawat, die Triebe des Bauches und die Sexualtriebe zu stillen. Das war's. Diese zwei Sachen, das sind die Aufgaben der Tiere. Und er nennt diese Eigenschaften im Menschen auch Sifat Bahimiyya, Menschen, bei denen Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens nur noch diese zwei Dinge sind. Er lebt und stirbt dafür. Und um das zu verwirklichen, begeht er alles, was er nur machen kann. Schlägt jeden Weg ein, den er einschlagen kann, der ihn eben zu diesen Zielen verhilft. Das nennt er As-Sifat al-Bahimiyya. Und dann die vierte Kategorie der Eigenschaften, die Sünden auslösen. Das nennt er As-Sifat al-Sabu'iyya. Wilde Eigenschaften wie die des wilden Tieres, Raubtier, Eigenschaften von Raubtieren. Aggressivität, also unkontrollierbare Aggressivität, Grimm, Groll, ja, diese Eigenschaften, die ebenfalls zu Sünden führen, sich das Losgehen, Herfallen auf Menschen durch Mord und Schlagen, das Berauben und Verschlingen von Vermögen der Menschen, das sind Eigenschaften, die er As-Sifat al-Sabu'iyya nennt, also Eigenschaften von Raubtieren. Das sind sozusagen die Hauptkategorien und Auslöser der Sünden. Dann sagt er hier, dass diese Sünden entweder ein Vergehen gegen ein bloßes Recht Allah Ta'alas sind oder ein Vergehen gegen ein menschliches Recht. Wobei man aber auch erwähnen muss, dass die menschlichen Rechte auch göttliche Rechte sind, weil Allah Ta'ala ja der Urheber dieser Rechte ist. Aber wir nennen sie menschliche Rechte, weil sie eher den Menschen betreffen oder weil die Folgen dieser Vergehen eben eher auf menschlicher Basis, auf der Ebene der Menschen erkenntlich werden. Und in einem Hadith, der bei im Musnad von Ahmed überliefert wird, da sagt Aisha radiallahu ta'ala anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ad-Dawawinu inda Allahi thalatha. Die Register sind bei Allah ta'ala drei. Also sozusagen die Tatenregister sind bei Allah ta'ala drei. Diwanun la ya'ba'u Allahu bihi. Es gibt ein Register, der kümmert Allah ta'ala nicht. Also er gibt ihm nicht zu große Stellung. Und
Nummer 2, Diwanun la yatruku Allahu minhu shay'an. Ein Tatenregister, von dem Allah Ta'ala nichts auslassen wird. Nichts, ob es groß ist oder klein ist, davon wird nichts ausgelassen. Und drittens, Diwanun la yaghfiruhu Allah. Ein Tatenregister, wovon Allah Ta'ala, ein Tatenregister, den Allah Ta'ala nicht vergibt. Also die Taten, die darin festgehalten sind, die vergibt er nicht. Dann definiert er diese, er sagt, Nummer 1, also das Register, worum sich Allah Ta'ala nicht schert, was ihn nicht, worum er sich nicht besonders kümmert, er sagt, er hat begonnen mit dem Letzten, also das, was er nicht vergibt. Das ist der Schirk, der Polytheismus, die Vielgötterei in seinen verschiedenen Formen. Denn Allah Ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah Ta'ala vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dass man viel Götterei, Polytheismus praktiziert. Und was darunter ist, also was geringer als dieses ist, das vergibt er, wem er möchte. Dieser Vers deutet übrigens auch darauf hin, dieser Vers beinhaltet eine Widerlegung der Khawarij. Die Khawarij, eine Gruppe, eine Sekte, die die Muslime wegen großen Sünden aus dem Islam ausschließen. Also jemand, der eine große Sünde begeht, ist bei ihnen ein Kafir. Eine große Sünde, übrigens sind bei ihnen alle Sünden große Sünden. Da gibt es keine kleinen oder große Sünden. Bei ihnen alle Sünden sind große Sünden. Und bei ihnen ist es so, dass jemand, der etwas davon praktiziert, wie zum Beispiel, wenn er stiehlt oder mordet oder jemanden verleumdet. Verleumdung ist auch eine große Sünde. Bei ihnen ist er dadurch ein Kafir. Und das ist, dieser Vers deutet darauf hin, dass das nicht der Fall ist. Denn Allah Ta'ala erwähnt hier, dass nur eine Sünde nicht vergebenswürdig ist, außer natürlich, wenn man sie bereut. Und alles andere ist im Bereich der Vergebung. Wenn er möchte, vergibt er es. Und wenn er möchte, vergibt er es nicht und belangt dafür und bestraft. Und dann sagt er, وَأَمَّا الدِّوَانَ الَّذِي لَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا. Und was den Katalog, ich nenne es mal Katalog, angeht oder Register, wovon Allah Ta'ala nichts auslassen wird, das sind die Unrechtmäßigkeiten unter den Menschen, untereinander. Das Verschlingen vom Vermögen anderer Menschen, unrechtmäßiges Aneignen ihres Hab und Guts, beschimpfen, verleumden, verprügeln, morden und so weiter. Halt diese Unrechtmäßigkeiten, die unter den Menschen passieren. Das vergibt er nicht. Was heißt das, dass er das nicht vergibt? Wiedervergeltung. Qisas. Wiedervergeltung in der Akhira. Das wird nicht vergeben im Sinne, er wird dafür Last auf sich nehmen müssen am Tag der Auferstehung. Und dies geschieht, wie ihr wisst, auf einen von zwei Wegen. Oder? Wart ihr anwesend in der Khutbah diesen Freitag? Wir haben gesagt, in dem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der lange Hadith, wisst ihr, wer in meiner Umma pleite und bankrott ist? Da sagten sie, pleite und bankrott ist jemand, der keinen Dirham und kein Hab und Gut hat. Dann sagt er, nein, pleite in meiner Umma ist, wer am Tag der Auferstehung mit Salah, Zakah, Fasten, Hajj und so weiter kommt. Er hat aber diesen beschimpft, das Vermögen von dieser Person verschlungen, diese Person geschlagen, diese Person ermordet, diese Person verleumdet. Und dann wird man sagen, nee, jetzt kommt der Qisas, jetzt kommt diese Wiedervergeltung. Ja, die Wiedervergeltung wird aber am Tag der Auferstehung nicht mit Gold und Silber oder mit Euro und Dollar gemacht. Da gibt es nicht diese Form der Entschädigung. Du wirst zahlen mit deinen Hasanat. Und wenn du keine Hasanat hast, dann musst du Schulden auf dich nehmen. Und die Schulden sind dann die Sünden. Das ist dieses Minus, es sind die Sünden dort. Und dann sagt er, und der Diwan, also der Katalog oder das Tatenregister,
worum sich Allah Ta'ala nicht so schert und kümmert, das sind die Vergehen, die der Mensch, also die Vergehen, die zwischen dem Diener und Allah Ta'ala sind. Vergehen, die zwischen dem Menschen und dem, seinem Herrn sind. Also da ist keine andere betroffene Person dazwischen. Das ist eine Einteilung. Kommen wir zu einer weiteren Einteilung, und zwar die Sünden in, ich nenne das mal Kapitalverbrechen. Kennen Sie dieses Wort Kapitalverbrechen? Ich nenne es mal so. Große Sünden, Al-Kaba'ir. Und dann haben wir kleine Sünden, die Sara'ir. Das sind so Ordnungsverbrechen, Ordnungswidrigkeiten. Tayyib? Diese Einteilung ist natürlich nicht einfach nur so da. Sie hat natürlich Folgen. Jede Kategorie hat so seine eigenen Eigenschaften und seine eigenen Folgen und Ausgänge. Aber das wollen wir erstmal nicht besprechen. Wir wollen nur mal wissen, was gehört zu den großen Verbrechen und was gehört zu den kleineren Sünden. Diese Einteilung in groß und klein, sie ist unbestritten. Also da gibt's, da kann man nicht sagen, alle Sünden sind groß, kleine Sünden gibt es nicht, wie es einige behauptet haben. Weil Allah Ta'ala hat diese Einteilung selbst vorgenommen. Er sagt, وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ. Wenn ihr die großen Sünden vermeidet, wenn ihr die großen Sünden meidet, die wir euch verboten haben, dann werden wir eure Sünden tilgen. Das heißt, es gibt, wenn es große Sünden gibt, muss es auch kleine geben. Nun, die Ahlul Ilm, die Gelehrten, und selbst die Sahaba waren sich nicht ganz einig über die Anzahl dieser großen Sünden und kleinen Sünden. Über die Anzahl dieser Sünden hat man verschiedene Auffassungen gehabt. Die authentischsten Berichte diesbezüglich sind aber fünf. Es gibt fünf Ahadith aus der Sunna des Propheten, in dem er einige dieser großen Sünden aufzählt. Aber hier ist ein kleiner Hinweis: Diese Aufzählungen bedeuten nicht, dass diese großen Sünden in diesen Taten eingeschränkt sind. Das sind nur Beispiele. Das sind Beispiele, oder sagen wir, es sind Gattungsbeispiele. Was heißt Gattungsbeispiele? Das heißt, alle Sünden, die ähnlich fungieren oder ähnliche Auswirkungen oder ein ähnliches Ausmaß haben, kann man auch dazu zählen, auch wenn sie nicht genannt worden sind, auch wenn sie nicht bei Namen genannt worden sind. Diese fünf Sünden, diese fünf Ahadith wollen wir hier mal aufzählen. Der erste Hadith ist der von Abu Huraira. In den Sahihain, Bukhari und Muslim, überliefert und anderen. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ijtanibul mubiqat as-sab'. Meidet die sieben vernichtenden, verheerenden Sünden. Meidet die sieben vernichtenden und verheerenden Sünden. Hier zählt er sieben auf. Aber die Aussage sieben heißt nicht, dass es nur sieben sind. Oder? Es können mehr sein. Aber er hat halt mal jetzt in dieser zu dieser Gelegenheit sieben Sünden erwähnt. Das ist wie beispielsweise der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah Ta'ala hat 99 Namen. Wer ihn mit diesen 99 Namen aufruft, dem steht so und so zu. Das heißt nicht, dass er nur 99 Namen hat, aber diese 99 Namen haben eben diese Eigenschaft. Das ist auch wie meine Aussage: Ich habe 100 Dinar oder 100 Euro vorbereitet für die Spende. Also habe ich nur 100 Euro? Ich habe noch mehr Geld, aber 100 Euro habe ich eben vorbereitet für die Spende. Jedenfalls, er sagt hier, die sieben, sie sagten: Ja Rasulullah, und was sind diese sieben denn? Er sagte: Shirku billah, Polytheismus, Vielgötterei. Zweitens: As-Sihru, das Betreiben von Magie. Drittens: Qatlun Nafs, Morden. Viertens: Aklur Riba, Verzehren von Zinsen, Zinsen und Wucherei. Fünftens: Verschlingen von das Verschlingen vom Vermögen des Weisen, das Vermögen eines Weisen zu verschlingen. Sechstens: At-Tawalli Yawm al-Zahf, von der Schlacht auf dem Kriegsfeld flüchten. Siebtens: Verleumden von unbescholtenen Frauen. Verleumden von unbescholtenen Frauen. Das sind hier sieben.
Im Hadith von Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, der auch in Sahihain überliefert wird, da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, Ya Rasulullah, ayyu dhanbi akbar, welche Sünde ist denn am folgereichsten oder welche Sünde ist am größten? Dann nannte er zwei Sachen. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dass du Allah ta'ala etwas gleichgesellst, mit ihm vergleichst, obwohl er dich ja geschaffen hat. Zweitens, an taqtula waladak khashyata an ya'kula ma'ak. Dass du dein Kind tötest, aus Angst, dass er mit dir speisen wird, also aufgrund von Armut. Und dann nannte er noch ein drittes, dass du mit der Ehefrau deines Nachbarn Unzucht betreibst. Im Hadith von Abdullah ibn Umar nannte er zwei Sachen. Er sagte, der Schirk wieder, Nummer eins, und Uququl Walidain. Uququl Walidain, wisst ihr, was Uququl Walidain ist? Uququl Walidain heißt, wie soll man das übersetzen im Deutschen? Uququl Walidain. Ungütiges Verhalten mit den Eltern. Ungütiges Verhalten mit den Eltern. Es ist schwer, dieses Wort zu übersetzen. Uququl Walidain ist schwer zu übersetzen. Wisst ihr warum? Weil das Wort Uquq, wenn ich sage ungütiges Verhalten, oder auch das Gegenteil davon im Koran kommt, ja, ahsinu, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ und es wird immer übersetzt mit gütig zu den Eltern. Was versteht ihr unter Güte mit den Eltern? Wenn ich das Wort so höre, Güte mit den Eltern, dann verstehe ich irgendwie daraus, also aus diesem deutschen Ausdruck, dass hiermit gemeint ist, dass man mit ihnen etwas... Was? Nee, nicht unbedingt lieb. Ich verstehe so persönlich daraus, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Dass man etwas freigebiger ist zu den Eltern, zum Beispiel auf die Ausgaben und so. Aber das ist hier nicht gemeint. Mit dem Al-Ihsan ist gemeint, jede Form von gutem Verhalten, gutem Auftreten gegenüber den Eltern, bescheidenes Auftreten gegenüber den Eltern, sich nicht ihnen gegenüber zu erheben oder überheblich zu verhalten, wie es teilweise praktiziert wird, dass man seinen Eltern herumkommandiert, Befehle erteilt, Verbote erteilt gegenüber den Eltern, dass er nicht so auftritt, sondern bescheiden ist gegenüber seinen Eltern, sie ihnen gehorcht. Ihnen gehorcht natürlich, solange sie ihm nichts anbefehlen, was schädlich für ihn ist oder nachteilig für ihn ist oder nachteilig für sie selbst. Oder solange sie ihm keine Sünden oder Verbotenes anbefehlen. Das bedeutet Al-Ihsan. Al-Uquq, das Gegenteil davon, das Beschimpfen der Eltern, sich überheblich ihnen gegenüber zu verhalten, Ungehorsamkeit gegen ihn über. Das ist der Al-Uquq. Das sind nur Beispiele natürlich. Viertens, der vierte Hadith, darin nannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine weitere Sünde, eine neue Sünde, die in den bis jetzt genannten Texten nicht vorkam. Er sagte, qawlu zur wa shahadatu zur, falsche Zeugenaussagen. Falsche Zeugenaussagen. Falsche Zeugenaussagen sind eigentlich wie Bestechung. Sie haben dieselbe Funktion wie Bestechung. Wisst ihr warum? Rishwa. Rishwa hat der Prophet, ich frage mich, warum er die Bestechung hier nicht erwähnt hat, weil auch die Bestechung in einigen Texten vorkommt. Bestechung hat ja den Zweck, Rechtes als Unrecht dastehen zu lassen oder Unrecht als Recht dastehen zu lassen. Also ich meine damit beispielsweise, dass jemandem etwas nicht zusteht. Und wenn er es bekommen würde, wäre es eine Form von Unrecht. Aber durch
Bestechungsgelder wird das so dargestellt, als wäre das alles im Recht, im grünen Bereich. Oder umgekehrt. Jemandem steht etwas zu, er hat Anrecht darauf, aber durch diese Bestechungsgelder wird es so dargestellt, als wäre es Unrecht, dass er das bekommt oder sein Anrecht darauf ist nicht akzeptabel. Zeugenaussagen, falsche Zeugenaussagen bewirken genau dasselbe. Oder nicht? Falsche Zeugenaussagen führen genau ebenfalls zu dieser Sache. Es wird jemand bestraft, der nicht bestraft werden sollte. Es wird verschont, wer eigentlich bestraft werden sollte. Menschen kommen Dinge zu, die ihm eigentlich gar nicht zustehen. Andere werden von Dingen abgeschirmt, die ihnen eigentlich zustehen. All das durch falsche Zeugenaussagen. Und das ist das, was Bestechungsgelder auch machen. Das ist der vierte Hadith. Im fünften Hadith ist das Gleiche nochmal genannt, aber etwas intensiver. Also es zeigt die Intensivität dieser Tat. Auch im Hadith von Abu Bakr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er die großen Sünden aufzählte, al-ishraku billah, der Polytheismus, und dann sagte er, wa'uquq al-walidain, also dieses ungütige Verhalten gegenüber den Eltern. Und er sagte, Abu Bakr sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war an der Wand angelehnt. Er hatte gesessen, war angelehnt. Er setzte sich aufrecht hin. Er setzte sich in einer aufrechten Position hin und sagte dann mehrmals, er wiederholte das immer wieder. Er sagte, Ala wa qawlu zur, Ala wa shahadatu zur. Ja, und die falschen Zeugenaussagen, die verlogenen Zeugenaussagen. Und er hat es immer wieder gesagt und gesagt, bis die Sahaba, die Anwesenden sagten, oder Abu Bakr sagte, er hat das immer wieder gesagt, bis wir sagten, wäre later husakat, würde er doch aufhören damit. Das hat sie bedrängt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte damit eben einfach nur zum Ausdruck bringen, wie gefährlich bzw. schädlich diese Sünde ist. Nun, jetzt haben wir hier einige Hadith aufgezählt. Und wie gesagt, sie deuten nicht darauf hin, dass diese Sünden in diesen eben genannten Taten eingeschränkt werden. Es kann sogar sein, dass der Schari', das heißt der Allah Ta'ala und sein Gesandter, dass sie das absichtlich offen gelassen haben. Dass sie das absichtlich offen gelassen haben, damit man, wenn man auch immer eine Tat praktiziert oder vorhat zu tun, zu begehen, damit man sich ein bisschen in Acht nimmt oder auf der Hut ist. Einfach aus Furcht davor, dass es sich vielleicht hier um eine dieser Kapitalverbrechen oder Kapitalsünden handeln könnte. Das ist wie bei dem Laylatul Qadr. Warum hat Allah Ta'ala oder sein Gesandter, warum haben sie das offen gelassen? Warum haben sie das nicht festgelegt auf einen Tag? Warum haben sie nicht gesagt, beispielsweise 27. immer Laylatul Qadr? Damit die Menschen sich nicht auf einen Tag fokussieren und alles andere dann vernachlässigen. Und genauso hier, er hat sie vielleicht nicht definiert, damit die Menschen sich nicht auf diese 7 oder 6 Sünden fokussieren und alles andere mit auf die leichte Schulter nehmen und tagtäglich ohne irgendwelches Unbehagen praktizieren. Hier gibt es aber dennoch zu erwähnen, dass die Sahaba, manche der Sahaba, das in bestimmte Taten eingeschränkt haben oder in einer bestimmten Anzahl. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala sagte beispielsweise, sie wären 4. Aber diese Aussage, der erste Hadith, den wir zitiert haben, der widerspricht schon dieser Aussage, oder nicht? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meidet die 7 vernichtenden Sünden. Also sind es schon mal sicherlich über mindestens 7. Das heißt, die Aussage 4 ist nicht unbedingt korrekt. Ibn Umar hat sich auf diesen Hadith fokussiert und sagte, es sind 7. Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab. Als Ibn Abbas davon mitbekommen hat, Ibn Abbas hat
mitbekommen, dass Ibn Umar sagte, es wären 7, dann sagte er, sie sind den 70 näher als den 7. Also er meint, es sind deutlich mehr über 7 Sünden. Abu Salih sagte über Ibn Abbas, dass er das nicht in eine Zahl eingeschränkt hat. Er hat das definiert. Er sagte, jede Sünde, für die es in der Welt eine Strafe gibt, eine weltliche Strafe, also das schon in der Welt sanktioniert wird, das ist eine große Sünde. Aber das ist auch ein bisschen fragwürdig. Wisst ihr warum? Wir haben zum Beispiel in dem Hadith, den wir vorher genannt haben, der erste Hadith, da gab es natürlich einige Dinge, die auch in der Welt bestraft werden, wie zum Beispiel, was haben wir da genannt? Die Verleumdung. Verleumdung von keuschen Frauen. Das wird sanktioniert in der Dunya. Aber beispielsweise das Flüchten. Flüchten vom Kriegsfeld. Dafür gibt es keine Strafe. Oder? Gibt es nicht. Aber das ist eine große Sünde. Und mit dem Flüchten ist übrigens gemeint, wenn zwei Heere aufeinanderstoßen, aufeinandertreffen und es dazu kommt, dass ein Kampf ausbricht zwischen zwei Heeren. In diesem Fall ist das Flüchten nicht legitim. Sa'id ibn Jubayr, einer der Tabi'un, er sagte, die großen Sünden sind jede Sünde, für die Allah Ta'ala eine Strafe angedroht hat, also explizit in der Akhira. Und das ist diese Definition ist sehr umfangreich, also durch diese Definition alles zu den großen Sünden gemacht wird, ist sehr umfangreich. Es gibt nämlich unzählige Sünden, für die es gewisse Drohungen gibt in der Akhira. Tayyib. Abu Talib al-Makki, er sagt, ich habe die großen Sünden verfolgt und bin dazu gekommen, dass es 17 sind. 17 Sünden. Und er sagt, 4 davon beziehen sich auf das Herz. 4 davon werden mit dem Herz praktiziert. Unter anderem der Schirk, das Verharren auf einer Sünde, also er meint dieses Verharren, selbst ist eine Sünde des Herzens. Verzweiflung, also von der Barmherzigkeit Allah Ta'ala zu verzweifeln und sich vor seiner Strafe sicher zu fühlen. Das sind 4 des Herzens. Dann sage ich nur, 4 beziehen sich auf die Zunge. Falschaussagen, Verleumdung, vorsätzliche gelogene Schwüre, vorsätzlich beim Schwur lügen und Magie. 3 beziehen sich auf den Bauch. Also man nennt es wahrscheinlich etwas metaphorisch Bauch. Hier ist gemeint das Trinken von Alkohol, das Verschlingen, unrechtmäßige Aneignen des Geldes von Waisenkindern und das Riba, Zinsen und Wucherei. 2 betreffen die Geschlechtsorgane, der Sinna, Unzucht und das Ausleben der Homosexualität. 2 betreffen die Hand, das Morden und Stehlen. 1 betrifft die Beine, das Flüchten, wie ich vorhin genannt habe, das Flüchten. Und 1 betrifft den ganzen Körper, das ist der Uquq al-Walidain, das ungütige Umgehen mit den Eltern. Weil das ungütige Umgehen mit den Eltern kann manchmal dein Vermögen betreffen, kann manchmal deine Zunge betreffen, kann manchmal deinen Körper betreffen. Wie kann es dein Vermögen betreffen? Es kann sein, dass du verpflichtet bist für den Unterhalt deiner Eltern. Wenn deine Eltern nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst aufzukommen und kein Einkommen haben,
was ihre Bedürfnisse, alltäglichen Bedürfnisse deckt, dann bist du dazu verpflichtet, für sie aufzukommen. Gemäß deiner Möglichkeit natürlich. Genauso wie sie auch einst für dich aufgekommen sind. Und es ihre Pflicht war, für dich aufzukommen, solange du nicht dazu in der Lage warst. Und so bist du auch verpflichtet dazu, für sie aufzukommen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind. Das ist, wenn man das nicht tut, ist eine Form des Uquq. Deine Aussagen, durch deine Aussagen, wie wir gesagt haben, durch das Beschimpfen oder so. Aber Beschimpfen ist noch eine große Sache, die liegt sehr weit weg von dem, was Allah Ta'ala eigentlich erwähnt hat. Allah Ta'ala sagt, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Und sagt zu ihnen nicht Uff. Wisst ihr, was Uff heißt? Uff heißt nicht unbedingt, diese Worte auszusprechen. Uff heißt nicht unbedingt, dass ich diese Worte ausspreche. Uff heißt, dieses Wort bedeutet im Arabischen أَتَضَجَّرُ وَأَبْرَمْ. Das heißt, wenn sie von dir etwas fordern, etwas zu tun, und dass du dann, Uff bedeutet, zu äußern, dass du, ich sag's mal auf einer, so wie die Leute sprechen, dass du keinen Bock hast. Ich habe keinen Bock darauf. Das zu äußern bedeutet Uff, nicht dieses Wort unbedingt. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, und schelte sie nicht. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, und sagt zu ihnen angenehme, weiche, schöne Worte. Das gehört zu dem Uquq mit der Zunge. Naja, das ist, glaube ich, selbstverständlich, muss ich nicht alles erwähnen hier. Ja, das heißt, er hat hier 17 Sachen aufgezählt, aber wie gesagt, man kann hier noch mehr Dinge hinzufügen. Wenn er zum Beispiel das Verschlingen vom Vermögen eines Weisen redet, das Foltern und Schlagen eines Weisen ist schlimmer als sein Vermögen zu verschlingen. Ja. Wie dem auch sei, ich glaube, wir begnügen uns heute hiermit. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.